Ramen ist eine japanische Nudelsuppe, bestehen aus der Suppe an sich, der Broth und der Ramen, die Nudeln. Spezielle an der Ramen ist die Ausgewogenheit aus Säure und Süße und der kräftige Umami-Geschmack. Umami ist eine Geschmacksrichtung und die ist am besten definiert, wenn man im Mund einen richtigen Speichelfluss kriegt und ein vollmundiges Aroma. Der große Unterschied zu unserem Nudelsuppen, so wie es wir kennen, ist einfach die Vielfalt und das Aromenspiel, das in unserer Nudelsuppe weniger vorhanden ist, aber bei der asiatischen Version da ist. Wichtig bei Ramen ist auch die Produktqualität, die Zutaten und dass man sich für das Gericht Zeit nimmt und dann kann schon auch nichts mehr schief gehen. Was auch sehr tolles bei Ramen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann Ramen in alle Richtungen gestalten, angefangen über Garnelen, Fisch, Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch. Ramen kann sowohl Vorspeise als auch Hauptspeise sein. Aufgrund der Reichhaltigkeit der Nudeln kann man das dementsprechend adaptieren, dass man weniger Nudeln reingibt, kann man Suppe als Suppe essen und danach noch die Hauptspeise, oder? Am besten abgerundet ist das Gericht mit einem japanischen Bier oder Sake. Ich wünsche mir aus der Paradiso-Küche ein gutes Gelingen.